Hallo Kackbratzen. Es scheint Spiele zu geben, von denen heutzutage kein Schwein mehr spricht. Was die PS2 betrifft, so kann das schon mal vorkommen, denn bei den mehr als 4300 veröffentlichten Spielen gab es mitunter die ein oder andere Grütze, die eine komplette Ressourcenverschwendung war. Dann gab es aber Spiele, die nicht mal von irgendeinem billigen Entwicklerstudio produziert wurden und trotzdem scheinen alle Erinnerungen ausgelöscht worden zu sein, mal abgesehen von den drei Leuten, die die entsprechenden Spiele damals schon gezockt haben. Wie etwa auch Dropship United Peace Force. Noch nie war unsere Welt so sicher wie heute. Millionen Menschen haben sich für diese Sicherheit geopfert. Und Tausende tun täglich alles, um sie zu wahren. Hinter dem ungünstig langen Namen verbirgt sich quasi ein Geheimtipp, der von niemand anderen als Psygnosis bzw. Sony Camden Studios entwickelt und ebenfalls von Sony Anfang 2002 exklusiv für die PS2 veröffentlicht wurde. Aber warum zur Hölle hört man heute keinen mehr über diesen Titel sprechen? Ich werde ab jetzt auch nur noch von Dropship sprechen, da mir Dropship United Peace Force eindeutig zu lang ist. Dropship ist definitiv ein fesselndes Spiel, auch wenn man vom Namen her irgendeinen billigen Kriegsshooter erwarten würde. Das Problem war und ist auch heute noch wohl ein anderes. Im Grunde handelt es sich bei dem Spiel um eine Flugkampfsimulation. Allerdings übernimmt man nicht das Steuer eines Düsenjägers, sondern man schlüpft in das Cockpit eines Senkrechtstarter-Überschalltransport-Kampfflugdings. Und genauso kompliziert wie die Bezeichnung, lässt sich dieses Monster auch steuern. So gesehen gibt es einen guten Grund, warum wir uns ganz zu Beginn durch das sehr umfangreiche Tutorial quälen müssen. Denn wer sich nicht alle Knöpfe in seinen drei verbliebenen Synapsen abspeichert, wird sich mit dem Ding wohl keine 5 Meter weit bewegen. Willkommen beim Flugtraining, Pilot. Ich bin Commander McGovern und werde während deiner Zeit hier auf der UPF-Akademie dein Ausbilder sein. Es wird eine verflucht lange Weile dauern, bis man sich an die Steuerung gewöhnt hat. Ein weiterer Punkt ist vielleicht auch die optische Präsentation, der ein wenig der Wow-Effekt fehlt, obwohl das Spiel auf technischer Ebene sicherlich beeindruckend ist. Aber dazu kommen wir noch. Wie gesagt, ist Dropship eine sehr interessante Version einer Flugkampfsimulation. Die meisten Flieger, mit denen man sich in den Kampf stürzt, fungieren sowohl als Jäger als auch als Transporter. Man wird zudem auch in das Cockpit von mehreren Flugleitern steigen, weshalb auch die Missionen im Spiel sehr vielfältig gestaltet wurden. Könnte unbedeutsam sein. Jedes der verschiedenen Flugzeugtypen hat seine spezielle Aufgabe, wobei die meisten von ihnen jedoch tatsächlich als Landungsschiffe fungieren. Panzergruppen Kappa, Theta und Jota sind bereit, von uns abgeholt zu werden. Allerdings gibt es im Spiel auch Missionen, in denen man plötzlich ein Fahrzeug mit 4 Rädern steuert. Spielerisch bietet Dropship definitiv viel Abwechslung, aber leider auch sehr viel Schmerzen in den Fingern. Wie es sich für ein Kriegsspiel gehört, gibt es natürlich eine Story. Die militante Partei China zuerst hat bereits 6 Provinzen Südchinas in ihrer Hand und beansprucht angesichts der Verwirrung bei den neuen Demokraten des Nordens die Kontrolle über das ganze Land. Die Geschichte von Dropship spielt in etwa 50 Jahre in der Zukunft und die Handlung dreht sich um alle möglichen geopolitischen Verrücktheiten. Man schlüpft also in die Rolle eines Piloten der United Peace Force, einer Art Nachkomme der NATO, deren Aufgabe es ist, den Globus zu überwachen und alle auftretenden Bedrohungen zu unterdrücken. Das Spiel selbst umfasst 20 Missionen und ist in 4 separate Kampagnen unterteilt, die den ganzen Globus umspannen. So reist man in den Nahen Osten über Südamerika bis nach China und fechtet überall diverse Konflikte aus, die im Kontext der Handlung irgendwie glaubhaft sind. Die Missionen selbst variieren stark, was eines der größten Stärken des Spiels ist. Dropship bietet nicht wie viele andere Genrevertreter ein langweiliges A-nach-B-Prinzip. Es gibt einige Missionen im Spiel, die in vielschichtige Untermissionen aufgeteilt sind, was bedeutet, dass man innerhalb einer Mission sehr oft umdenken und sich an das ebenfalls vielschichtige Gameplay anpassen muss. Als Landungsschiffpilot beteiligt man sich nicht nur an Kämpfen, sondern muss in erster Linie dafür sorgen, dass auch alle Einheiten sicher im Kampfgebiet ankommen, weshalb man sehr oft zwischen mehreren Punkten hin und her fliegt und auch sehr oft seine Mühle landen muss. Das komplexe Steuerungsschema des Spiels ermöglicht es aber, ziemlich nahtlos zwischen den 2 verfügbaren Flugmodi zu wechseln. Zum einen haben wir den Hyperschallmodus, mit dem wir mit brachialer Geschwindigkeit über die endlosen Wüsten donnern werden, und dann haben wir noch den Schwebemodus. Hier bewegt sich euer Schiff viel langsamer und ist hauptsächlich für das Laden und Abladen von Fracht gedacht und das Zerstören von Bodenobjekten. Das Wechseln von Überschall- und Schwebemodus geschieht allerdings nicht nahtlos. Befindet man sich im Schwebemodus, kann man mit einem schnellen Doppelklick auf die Quadrattaste in den Flugmodus wechseln, während man mit einem schnellen Doppelklick auf X vom Schwebemodus in den Flugmodus wechselt.
Ein einfaches Klicken auf Quadrat wird lediglich die Luftbremse aktivieren, während ein einfacher Klick auf X dem Schiff mehr Schub verpasst. Und hier bekommt man auch schon die leichte Idee, dass diese Art der Kontrolle gerade bei hektischen Situationen einige Stolpersteine mit sich bringt. Ich glaube, wir haben Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Machen Sie uns aus dem Staub! Der Flugmodus verhält sich ähnlich wie in allen anderen Kampfflugsimulationen. Der linke Stick steuert das Neigen und Rollen, während die L2 und R2-Tasten etwaige Kursabweichungen korrigieren. Drückt man gleichzeitig auf L1 und R1, gewinnt man an Höhe, während man mit dem gleichzeitigen Druck auf L2 und R2 wieder Richtung Boden fliegt. Die Tastenkombinationen scheinen unendlich zu sein, da auch Schweben und Fliegen über diverse Controller-Kombinationen verfügen. Mehr Treffer halten wir nicht aus, Situation kritisch! Ich kann es nicht oft genug wiederholen, dass man unbedingt die Trainingsmissionen absolvieren muss. Die werden euch zwar eine Menge Zeit rauben, bevor man überhaupt mit der Story beginnen kann, aber es ist absolut notwendig. Man wird hier erschreckenderweise feststellen, dass man auch wirklich jede Taste des DualShock-Controllers verwenden muss und zu allem Überfluss kann eine Taste nicht nur eine, sondern sogar bis zu drei verschiedene Funktionen haben. Dropship hat eine unglaublich lange und sehr frustreiche Lernkurve. Alle Lichter auf grün. Es kann losgehen. Der größte Feind im Spiel wird definitiv die absolut heftige Steuerung sein und während das Konzept des Spiels auf dem Papier ganz lustig klingt, ist die technische Umsetzung eine mittlere Katastrophe. Man ist auch gut 95% des Spiels damit beschäftigt, mit allen Tasten des Controllers zu jonglieren. Das gilt aber nicht nur für die Steuerung seines tonnenschweren Fliegers, sondern auch was die Kommandos für seine Flügelmänner betrifft. Das Spielen von Dropship wird noch komplizierter, wenn ihr eure KI-gesteuerten Kameraden mit einbeziehen und ihnen ein paar Befehle erteilen wollt. Mit R1 blättert man durch seine Einheit, während man mit L1 dann ein Ziel zuweisen kann. Wenn man nun in einer Mission unterwegs ist, in denen es gleich mehrere Mitstreiter und ebenso zahlreiche Feinde gibt, stößt man mit diesem System schnell an die Schmerzgrenze. Insgesamt würde ich jetzt nicht direkt von einem intuitiven Steuerungsschema sprechen, aber wenn man nach ca. 30 Stunden mal kapiert hat, wie man seinen Flieger steuern muss, dann wird man mitunter doch eine Menge Spaß haben, wenn man mit einem Affenzahn durch die engen Gräben und offenes Gelände donnert. Wenn alles funktioniert, ist Dropship ein echtes Träumchen. Allerdings zieht mit der Zeit auch der Schwierigkeitsgrad an. Gerade wenn es im Luftraum etwas voller wird und man mit den Tasten zu kämpfen hat, hat man einiges zu tun, um sich und seine Kollegen vor den feindlichen Beschüssen zu retten. Da hat sich mitunter der Traum vom Fliegen schnell ausgeträumt. Wie bereits erwähnt, wird man mitunter auch hinter das Lenkrad eines Fahrzeugs schlüpfen und so leid es mir tut. Aber die Fahrsequenzen sind mit Abstand die schwächsten im Spiel. Die richtig schlechte Nachricht ist, dass wir anscheinend in ein Minenfeld geraten sind. Das liegt vor allem an der leicht kaputten Physik und dem Fahrverhalten der Jeeps. Sie haben im Grunde keine Traktion, was das Fahren auf erhöhtem Untergrund angeht und so auch eine rasante Offroad-Dynamik verhindert, was im Prinzip komplett widersprüchlich ist, da wir ja in einem Jeep hocken. Die Missionen sind jetzt nicht direkt so schön gestaltet wie die Flugmissionen. In der Regel heizt man von einem Kontrollpunkt zum anderen, während die Zeit unerbittlich abläuft. Das Streckenlayout ist zudem komplett unlogisch und man fühlt sich wie in einem Schlauch eingesperrt. Viele Hindernisse blockieren teilweise die Straßen und anstatt auch über kleinere Stolpersteine drüber zu pflügen, wird sich das Fahrzeug unerwartet und heillos überschlagen. Wie gesagt, wir fahren einen Jeep, aber man hat dann doch mehr oder weniger das Gefühl, mit einem Bobbycar unterwegs zu sein. Zum Glück sind es nur wenige Fahrzeugmissionen. Auch wenn das Spiel sporadisch Momente visueller Großartigkeit aufweist, ist die grafische Präsentation von Dropship doch einigermaßen matschig. Rein oberflächlich gesehen schneiden einige Level besser ab als andere. Insbesondere sehen Bereiche, in denen die Umgebungstexturen mit niedriger Auflösung nicht hervorgehoben werden, viel besser aus als diejenigen, in denen dies der Fall ist. Die Texturen auf den Schiffen selbst sehen sehr schön und klar aus. Natürliche Oberflächen wie Gras oder Bäume wirken jedoch ziemlich primitiv. Die Bodentexturen haben eine viel geringere Auflösung als bei anderen Flugspielen aus dieser Zeit und die Texturen der Gebäude und anderer Strukturen sehen nicht viel besser aus. Sie verstauen Sprengstoff auf den Treibstofftanks der Flüchtlingskonvois aus der Stadt. Die schnelle Bildrate und die interessanten Fahrzeugdesigns sind es, die die Grafik des Spiels prägen. Das Spiel rauscht mit flotten 60 Bildern pro Sekunde auf die Netzhaut, was die Fliegerei zu einer wahren Pracht macht. Dabei kommt es auch nie zu Störungen, unabhängig von der Menge an Action auf dem Bildschirm. Einige der Missionsgebiete sind auch beängstigend groß und es gibt beim Durchfliegen keine Ladepausen. Und das ist schon erstaunlich. Wahrscheinlich muss man deswegen einige Abstriche in der optischen Qualität der Grafik in Kauf nehmen. Die Videos habe ich direkt von der PS2 aufgenommen und wirken wirklich nicht wie das Gelbe vom Ei.
Solltet ihr eine PS3 zu Hause haben, die noch zu alten PS2-Spielen kompatibel ist, solltet ihr unbedingt den integrierten Upscaler anschalten, denn dann erstrahlt Dropship in seiner wahren Pracht und mit absolut knusprigen Grafiken. Für die Aufnahme hat mir die Hardware, genauer gesagt der Grabber, jedoch irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit meinem PS3 Dev Kit kann ich zwar das zickige HDCP abschalten, was in der Regel Aufnahmen unterbindet, aber irgendwie habe ich es diesmal nicht gebacken bekommen, auch den Ton aufzunehmen. Die Videos wären definitiv schöner gewesen, aber leider komplett stumm. Dabei ist der Sound im Spiel richtig gut gelungen. Bravo 2, bringt eine Panzergruppe in den nächsten Invasionspunkt und zieht euch dann zum Luftschutzpunkt zurück. Die Musik ist zwar recht spärlich und geht einem mit der Zeit vielleicht auf den Keks, aber das Voice-Over der Charaktere und vor allem in den Missionsbeschreibungen ist richtig, richtig gut gelungen. Und das sogar in Deutsch. Ohne vorherige Provokation sammelt Anankos Regierung Militäreinheiten an der Grenze zu Turkmenistan. Auch während der Missionen kommunizieren der Missionskontrolloffizier und auch Teamkameraden mit euch und die Stimmen sind auch jeweils immer auf den Punkt gebracht. Auf Wiedersehen! Das hätte man jetzt in einem Spiel wie Dropship eigentlich gar nicht erwartet. Wer dieses Spiel damals verpasst hat und das Genre mag, sollte Dropship definitiv mal eine Chance geben. Es ist zwar ein wenig Nischenkram und wird auch nur eine ganz kleine Gruppe von Spielern ansprechen, aber es hat seinen Reiz. Im Gegensatz zu einem Ace Combat bietet Dropship so viel mehr Abwechslung und hat ein fast perfektes Missionsdesign und sehr gut gemachte Zwischensequenzen. Das Einzige, was wirklich sehr große Schmerzen bereitet, ist die Steuerung des Spiels. Bis man seine Flugschiffe richtig gut beherrschen wird, wird man sehr viel Zeit in das Spiel buttern müssen. Und wenn man seinen Flieger gut beherrscht, wird man sich mit dem leicht knackigen Schwierigkeitsgrad herumschlagen müssen, was das Spiel definitiv nur für Hardcore-Spieler geeignet macht. Vermutlich ist eben dies der Grund, warum das Spiel so sehr in Vergessenheit geraten ist. Solltet ihr für wenig Geld diesen Titel finden, solltet ihr unbedingt zuschlagen. Wer will, findet bestimmt auch in Romhausen eine gut erhaltene Version, aber insgesamt sind die Preise aufgrund der geringen Nachfrage wirklich sehr vertretbar. Auch wenn es auf den ersten Blick übermäßig komplex erscheinen mag, wird man am Ende doch sehr viel Spaß haben. Es ist ein völlig einzigartiges Flugkampfspiel, das auch aus technischer Sicht durchaus beeindruckend ist. Wenn ihr also der Herausforderung gewachsen seid, dann solltet ihr unbedingt zugreifen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.